Die Angst begleitet ganz viele Menschen, die jetzt dort auch am Bahnhof in Kiew sind. Paul Ronsheimer uns von dort zugeschaltet bei den Menschen, die jetzt verzweifelt versuchen, die Hauptstadt zu verlassen, Paul. Ja, Patricia, ich bin hier in der Haupthalle vom Bahnhof Kiew und du siehst hinter mir, wie hier Leute aufgehalten werden und Leute kommen, die teilweise die Treppen wirklich hochstürmen hier in Richtung der Gleise. Und das ist die Situation, die hier immer wieder entsteht. Auf allen Seiten kommen Menschen mit ihren Kindern, mit ihren Koffern, mit ihren Habseligkeiten, um noch einen der Züge hier zu erwischen, die hier diese Treppe hochgehen. Und da staut es sich gerade, sehen wir, Patricia, chaotische Szenen, auch heute Vormittag wieder hier am Bahnhof in Kiew. Und man sieht den Menschen an, vielen von ihnen, die Verzweiflung und auch die Wut und Traurigkeit darüber, dass sie jetzt hier die Hauptstadt verlassen müssen, möglicherweise für immer. Das darf man ja nie vergessen, Patricia. Es geht ja hier darum, ob Wladimir Putin mit seinen Truppen in diese Stadt kommt, ob er diese Stadt für immer unter russische Kontrolle bringt und dann Menschen, die hier sind und die sich als Ukrainer fühlen, vielleicht nie wieder oder auf lange Zeit zurückkehren können in ihre Hauptstadt. Jetzt wundert es niemanden, dass die Menschen dort in solchen Massen wegrennen, wirklich aus der Kriegshauptstadt in Kiew. Aber es war gestern ja ein bisschen ruhiger, als du dort warst am Bahnhof, Paul, ein bisschen ruhiger zumindest. Heute scheint das ja wieder so ein Massenansturm zu sein, wie vor 3, vor 4 Tagen. Was hat das möglicherweise ausgelöst? Also möglicherweise auch die Meldung von diesem Feuer in dem Atomkraftwerk? Oder ist es die Meldung, dass es den Einjahrespass in der EU jetzt gibt und dort zumindest erstmal der Aufenthalt gesichert ist für die nächsten Monate? Wie erklärst du dir das heute? Da kann ich nur spekulieren. Aber natürlich ist jede Meldung, angefangen mit der Pressekonferenz gestern von Wladimir Putin, wo er noch mal ganz klar gesagt hat, nein, die Ukraine ist aus seiner Sicht kein eigenständiges Land und die Ukraine gehört zu Russland. Und er will weitermachen mit diesem Krieg, dass das dazu führt, dass natürlich die Menschen sehen, Putin wird nicht aufhören damit. Wenn wir hier mal weitergehen, Joris, wir sehen hier am Anfang dieser Treppe, wo wir gerade stehen, eine Riesenschlange an Menschen. Da geht man teilweise über die Mauer, um hier diese Treppe hochzukommen, wo ich gerade stehe. Also tatsächlich chaotische Szenen am Bahnhof in Kiew. Und Kai, du hast es angesprochen, das sind natürlich die Nachrichten, die es dort gegeben hat. Und auch in der Nacht, das löst ja etwas aus bei Menschen, die sich vielleicht auch noch an Tschernobyl erinnern können, an eine Reaktorkatastrophe. Und auch wenn es jetzt nicht passiert ist, war da ein Riesenschock in der Nacht. Ich bin auch aufgewacht von den Meldungen und dachte, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Und so wird es vielen Menschen hier in Kiew gegangen sein, auch wenn es jetzt, das muss man sagen, Entwarnung erst einmal gibt, weil es ein Verwaltungsgebäude, ein Trainingsgelände war, das getroffen wurde. Aber auch solche Nachrichten spielen natürlich mit. Denn wenn etwas passiert, dann passiert etwas hier in der Ukraine. Und dann sind die Menschen, die Kinder, die Frauen betroffen, die ihr da seht, wie sie gerade versuchen, hier diese Treppe hochzukommen. Denn einige gehen in die eine Richtung, andere in die andere Richtung. Wir gehen vielleicht noch mal ein Stück runter, um euch das noch mal weiter zu zeigen, wie es hier aussieht. Das ist die Treppe, wo die Menschen durchkommen hier. Und das ist tatsächlich, wir sehen wieder sehr, sehr viele Kinder. Wir sehen viele Frauen, die ihre Haustiere mitbringen. Do you speak English? Yeah. Where are you going? We come with you. To Lviv. Why are you going to Lviv? Because we have a war there. We have a war here. Can I help you with your dog? What's your dog's name? Barry, okay. So why do you leave now? And what is it? Okay, wir sehen. There's no time. Okay, we come with you to the train station. Who are you? I'm from Bild News. Yes. Ja, wir laufen jetzt einfach hier mal mit, Kai, diesen chaotischen Szenen. So sieht das aus, wenn man in diese Richtung geht. Hier der kleine Hund, völlig verängstigt. Should I help? I can't open it. Come with you. Okay. Nein. So, wir helfen jetzt hier mal mit. So, welches Gleis müsst ihr? Which gate you have to go? Nine. Okay, gate 9. Let's go. Let's go.
This is, also hier, hier sieht man, geht nein, very busy, very busy. Also Kai, ihr seht, es ist hier wahnsinnig voll und viele Menschen wissen nicht, ob sie am Ende, ihren Zug erwischen werden. Wir zeigen ja mal rein. Das ist der Platz, wo die Menschen hinwollen. Gate 9. Das Gleis, das hier, das Gleis der Hoffnung kann man es nennen. Das Gleis, das in den Frieden führt, zumindest jetzt ist dort noch Frieden. Kai und Patricia, zumindest jetzt gibt es in Lemberg noch Frieden für die Menschen. Aber das sind wirklich chaotische Szenen und auch tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem, was passiert ist gestern. Herr Paul, die Bilder, die du uns gerade hier nach Deutschland bringst, in die Welt bringst, die bewegen uns zutiefst. Die Frage ist natürlich einerseits eine gute Nachricht, dass all die Menschen ja offenbar es noch rausschaffen aus der Stadt, aber gleichzeitig der Gedanke im selben Moment, ja, Putin kündigt diese Korridore an und die Menschen nehmen das wahr, strömen jetzt aus der Stadt und überlassen ja damit aber auch die Stadt den russischen Truppen, möglicherweise um sie komplett zu zerlegen. Ja, das ist die große Sorge, die natürlich viele, viele Menschen haben, Kai. Dass das bedeutet, und das hat er ja bereits im Syrienkrieg gezeigt, dass er bereit ist, alles zu tun. Wir sehen hier wieder ein kleines Kind mit den Eltern unterwegs, eine kleine Decke in der Hand, auf dem Weg, die Heimat zu verlassen, auf dem Weg weg aus Kiew. Das sind Massen, die wir hier sehen, Kai und Patricia, Tausende. Und ich bin ganz sicher, nicht alle werden hier in diesen Zug kommen mit ihren Tieren. Do you speak English? Where do you go? Yeah. Lviv? And you stay there? Ah, da gibt es auch optimistische Stimmen, Kai. Also eine Frau, die uns gerade zugerufen hat, ich gehe nach Lemberg, aber ich werde zurückkommen. Und ich werde in meine Stadt zurückkommen. Die Frauen, viele Frauen und Kinder, die hier sind und die bereit sind, ihr Land erst einmal oder ihre Stadt erst einmal zu verlassen. Aber sie sagen mir hier, Kai und Patricia, sie sind bereit, wiederzukommen. Paul Ronsheimer vom Bahnhof dort in Kiew, wo tausende Menschen versuchen, die Züge zu bekommen, die Züge Richtung Hoffnung, Richtung Zukunft, weg vom Krieg. Paul, du hast es gerade angesprochen, man vermutet ja, dass all diese Menschen gar nicht es schaffen werden, rauszukommen. Hast du irgendeinen Überblick darüber, wie viele Züge, wie viele Möglichkeiten es überhaupt noch gibt, derzeit die Hauptstadt zu verlassen? Es gibt Sonderzüge, die eingesetzt werden zur Evakuierung. Und tatsächlich sehen wir, die Gleise sind sehr voll. Aber es ist jetzt keine Panik. Natürlich haben die Menschen Angst, den Zug nicht zu erreichen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt erlebt, dass es hier schon irgendwie Tretereien geben würde zwischen den Menschen. Tatsächlich bewegen sie sich sehr dicht gedrängt, eng an eng in diese Richtung, in Richtung der Gleise. Und ja, es werden so viele Züge wie möglich ausgesetzt. Georgos, maybe you can show outside, wie es draußen aussieht am Bahnsteig. Einmal, wir sehen dort die Massen unten, tatsächlich volle Bahnsteige. Und da rennen Menschen over there über die Gleise dort hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Am Ende, wenn man da reinzoomen kann, weiter hinten, you see people running. Die rennen einfach dort hinten über die Gleise. Ich versuche, das einmal zu zeigen hier. Es ist sehr weit weg, aber Wir sehen das am Horizont. Das ist die Situation hier sozusagen aus der Halle nach draußen gefilmt, wie die Menschen dort verzweifelt teilweise von draußen einfach über die Gleise laufen, um einen der Züge zu erwischen, Kai und Patricia. Vielleicht von dir eine Botschaft in den Momenten, in denen du jetzt mitten dort zwischen diesen Tausenden am Bahnhof von Kiew stehst, die sich beeilen, die sagen, wir haben doch keine Zeit, wir müssen jetzt raus aus der Stadt. Vielleicht eine Botschaft von dir an alle, die wir aus Deutschland jetzt gerade zuschauen. Wir sehen, dass eben viele Tausende jetzt am Berliner Hauptbahnhof beispielsweise ankommen und wir alle stehen vor der Frage, was können wir tun? Und wir werden in den nächsten Tagen vor der Frage stehen, Wie können wir selber Ukraine-Flüchtlinge zu Hause aufnehmen? Deswegen vielleicht ein paar Worte von dir an uns.
Kai, ich kann nur sagen, liebe Zuschauer, zeigt Solidarität. Zeigt eure Unterstützung mit diesen Menschen, die ihr hier gerade an dem Bahnhof laufen seht. Voller Verzweiflung ihre Stadt verlassen, diese wunderschöne Metropole, die sie einst war, Kiew, auf dem Weg, viele von ihnen nach Deutschland. Und wenn ihr Ukrainerinnen, viele werden Frauen sein, weil die Männer nicht raus dürfen, Frauen mit ihren Kindern, versucht zu helfen, wo ihr könnt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Menschen aufzunehmen, dann tut das. Denn diese Menschen flüchten ausschließlich vor den Bomben von Wladimir Putin. Niemand, den ihr hier auf diesem Gleis seht, wollte hier verlassen. Sie werden gezwungen und sie sind wie Geiseln von Wladimir Putin und sind gezwungen, jetzt hier ihre Heimatstadt zu verlassen. Wir blicken auf die vollen Gleise. Wir blicken auf Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, wie uns das Paul Ronsheimer gerade schildert, dort am Bahnhof in Kiew, wo noch ein paar Züge fahren. Erstmal Richtung Lemberg, die Stadt im Westen der Ukraine. Und von dort aus geht für viele dann die Reise auch weiter, weiter nach Polen beispielsweise. Viele wollen aber auch wieder zurückkehren in ihre Heimat, haben noch Hoffnung, Paul. Diese Hoffnung für die nächsten Tage, es ist schwer einzuschätzen, denn wenn wir eines gesehen haben in diesem Krieg, dass vieles, woran man nie glauben vermochte, Wahrheit werden kann. Deswegen diese Einschätzung für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage besonders schwer. Dennoch du dort in Kiew mit all dem, was du dort aufsaugst, mit all den Informationen, die du auch bekommst, beispielsweise von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, von all dem, was dir die Menschen dort erzählen. Was glaubst du, wie wird es dort in den nächsten Stunden und Tagen weitergehen? Patricia, keiner weiß, wann die große Offensive passiert. Keiner weiß, wann Kiew eingekesselt werden sein wird. Was die Menschen mit Sicherheit sagen und glauben ist, dass es passieren wird. Und dass dieser schlimmstmögliche Angriff, diese schlimmstmögliche Kriegstaktik, diese Brutalität von Wladimir Putin, hier wieder kleine Kinder, die in Richtung Bahnhof fahren, dass das eintreffen wird. Davon bin ich fest überzeugt. Denn all das, was wir gehört haben in seinen Reden, all das, was wir gehört haben, wie er gesprochen hat, all das, was wir auf dem Boden sehen, on the ground sehen, all das, was wir in den Vororten von Kiew sehen, zeigt, er meint es genauso, wie er es sagt. Er sagt, die Ukraine hat für ihn keine Existenzberechtigung und er will sie mit Gewalt sich einverleiben. Danke, Paul Ronsheimer, für den Moment dort an den Bahnhof von Kiew mittendrin, wo wieder Tausende, wahrscheinlich sind es Zehntausende heute rausdrängen aus dieser Millionenstadt, aus der Kriegshauptstadt. Die letzten Bilder, Kai, hier sehen wir noch einmal drauf, da seht ihr die Massen unten auf dem Bahnsteig und weiter hinten, wie tatsächlich von draußen um den Bahnhof herum Menschen über die Gleise steigen, um in einen Zug nach Lemberg in den Westen.